Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen zu einem ersten kleinen Book Talk. Ich habe ja vor einiger Zeit in meinen Vlogs mal gefragt, was ihr von einem kleinen Book Talk halten würdet, so zwischendurch. Es ist theoretisch eigentlich mehr ein Currently Reading, aber also zumindest ist es das heute. Ich werde mal gucken, wie sich das in der nächsten Zeit so entwickelt, aber ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, das zwischendurch mal zu machen. Deswegen bekommt ihr das jetzt. Und nicht wundern, ich bin immer noch in diesem Setting, weil irgendwie mag ich das im Moment ganz gerne. Allerdings funktioniert der Roller nicht, deswegen ist es von der Seite etwas dunkler. Vielleicht kann ich da in der Nachbearbeitung ein bisschen was machen. Darum soll es aber ja auch gar nicht gehen, sondern um die Bücher. Und zwar möchte ich euch heute vorstellen die zwei Bücher, die ich aktuell gerade lese. Und einmal ist das dieser fette Fantasy-Schinken von Markus Heitz Sanctum. Und dazu lese ich gerade Sebastian Fitzek Flugangst 7a. Es ist eine bunte Mischung aus Thriller und Fantasy. Jetzt aber erstmal nacheinander, weil normalerweise lese ich ja tatsächlich gar nicht so gleichzeitig, also ich lese nicht parallel im Normalfall, ich lese eigentlich immer nur ein Buch. Allerdings lese ich Sanctum mittlerweile seit 2 Monaten. Ich habe das in der zweiten Januarwoche habe ich das angefangen, weil ich den ersten Band bereits in der ersten Januarwoche beendet hatte und hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich den zweiten Band auch so schnell hinterherlesen kann. Allerdings kein Urlaub, wieder Arbeit und ganz normaler Arbeitsalltag halt auch, ganz normaler Lebensalltag, hat dann verhindert, dass ich den Schinken genauso schnell durchbekommen habe wie den ersten Teil. Aber ich liebe diese beiden Teile. Ich lese euch mal ganz kurz die Inhaltsangabe zum ersten Band vor, um euch aus dem zweiten Band nicht zu spoilern, damit ihr zumindest so ungefähr wisst, worum es geht. Um nur mal ganz kurz die Inhaltsangabe vorzulesen, finde ich übrigens Goodreads eine super klasse App. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so gut mal mit dieser App anfreunden werde. Frankreich im Jahre 1764. Eine Bestie versetzt die Menschen des Gouvernants in Angst und Schrecken. Männer, Frauen, Kinder werden gehetzt und getötet. Der König setzt öffentlich ein hohes Preisgeld auf den Kopf des Monsters aus. Der Vatikan hingegen entsendet Geheimermittler, die undurchsichtige Ziele verfolgen. Auch der Jäger John Chestel beteiligt sich an der Jagd auf die Bestie. Immer wieder kreuzen sich dabei seine Wege mit denen der ebenso energisch wie geheimnisvollen Äbtissin. Gregoria. Beide können nicht ahnen, dass sie kaum mehr sind als Figuren in einem erschreckenden Spiel, das auch über 200 Jahre später noch nicht beendet sein wird. Das ist so spannend, Leute, das kann ich euch sagen. Es geht genauso im zweiten Band weiter und wir wissen teilweise dadurch, dass es diese 200 Jahre später schon gibt, also das ist einfach, naja, wir haben so zwei Zeitstränge und der eine findet halt 1764 roundabout statt und der andere findet eben im Jahr 2004 statt, weil damals, wo das Buch erschienen ist, wie auch immer. Und es ist einfach toll. Also wir wissen schon so viele Sachen halt aus der Gegenwart, die dann halt in der Vergangenheit erst passieren. Beziehungsweise dadurch kann der Leser einfach schon mal so ein paar Verknüpfungen vonstatten gehen lassen, wie auch immer. Und den ersten Band habe ich halt wirklich fix weggelesen. Ich habe wirklich, ich glaube, nur eine Woche gebraucht und dann habe ich mir direkt den zweiten Band ausgeliehen. Es ist klasse gewesen. Ich habe es so gerne gelesen. Ich war so froh, mal wieder ein richtig schönes Fantasy-Buch gefunden zu haben, weil ich einfach sehr wenig Fantasy gelesen habe in letzter Zeit. Was bei Markus Heitz Fantasy allerdings der Fall ist, schaut euch mal an, was das für ein Schinken ist, bitte, ja? Es sind 606 Seiten. Der erste Band hatte circa 500, glaube ich. Ich bin jetzt hier auch mittlerweile bei Seite 329. Also ich habe schon mehr als die Hälfte geschafft. Da bin ich ganz froh drum. Aber ich komme halt tatsächlich nur relativ schleppend voran, weil dieses Buch einfach so viel Inhalt hat. Es ist so viel da drin einfach. Ja, aber es macht Spaß, es zu lesen. Und die Tatsache, dass ich mittlerweile parallel lese, was in diesem Jahr wirklich ein absoluter Neufall ist, ist diesem Thriller hier tatsächlich zu verdanken. Er ist schuld. Ich habe zusammen mit der lieben Emma von Geschichten und Anka von Ankas Geblubber und Katrin von Bububus Lesewelt
dieses Buch hier gelesen, beziehungsweise wir planen gerade, wir haben gerade eine Leserunde gestartet, ist schon eine Weile her, ich habe euch dazu, glaube ich, auch ein kleines Ankündigungsvideo hochgeladen gehabt und ja, die Leserunde findet aktuell noch statt, wobei ich sagen muss, dass zwei von den vier Mitlesern das Buch bereits beendet haben. Ich bin mittlerweile tatsächlich auch schon im dritten Abschnitt, obwohl aktuell erst der zweite eigentlich gelesen werden darf. Beziehungsweise bis morgen, dieses Video kommt Donnerstag, also bis morgen soll eigentlich der zweite Abschnitt gelesen werden. Wie gesagt, Anka und Katrin haben es beide bereits beendet. Emma und ich tüdeln noch so ein bisschen hinterher. Aber ich habe tatsächlich letzte Woche Samstag, nachdem wir Freitag den ersten Abschnitt besprochen haben, habe ich direkt den zweiten Abschnitt an einem Tag weggelesen. Hatte den Glück, dass ich müde war und deswegen aufhören konnte, aber ich bin mittlerweile im dritten Abschnitt schon und lese zwischendurch tatsächlich gerne weiter. Es ist typisch für Zack, allerdings finde ich es nochmal wieder mit Abstand besser als die letzten, die ich von ihm gelesen habe. Ich habe als letztes gelesen Das Paket und Achtnacht. Flugangst 7a ist wieder besser, finde ich, meine persönliche Meinung jetzt. Es ist so unfassbar spannend. Es ist so krass spannend, dass ich es zwischendurch tatsächlich weglegen musste. Und einfach nicht weiterlesen konnte, weil mir das zu viel wurde. Weil ich dachte, oh Gott, und nee, und es ist einfach so, ich konnte nicht weiterlesen. Also ich bin sehr, sehr zimperlich, was das angeht. Ich gucke keine Horrorfilme, ich bin kein Horrormensch, absolut überhaupt gar nicht. Das höchste der Gefühle ist Supernatural. Lesen, Horror überhaupt nicht. Thriller, ja, aber noch nicht lange. Erst seit anderthalb Jahren jetzt vielleicht, sag ich mal. Und da ist Fitzek tatsächlich einer der wenigen, die ich lese. Also Fitzek und Wolf Dorn sind so meine einzigen beiden Thriller-Autoren, die ich ja lese. Und ja, diese Spannung, wenn ich innerlich zu angespannt werde, dann kann ich einfach nicht weiterlesen. Und an dem Punkt kam dann immer Sanctum hier ins Spiel, weil jedes Mal, wenn mir dieser Thriller zu spannend wurde, konnte ich einfach ganz prima auf Sanctum zurückgreifen. Das war super. Das war tatsächlich eine sehr, sehr tolle Sache, die es mir tatsächlich ein bisschen schmackhafter gemacht hat, parallel zu lesen. Womit ich tatsächlich nicht gerechnet hätte. Es ist, also Parallellesen ist wirklich eigentlich absolut gar nicht meins. Aber diese beiden Bücher ergänzen sich einfach wunderbar. Vermutlich, weil sie aber auch eben einfach komplett unterschiedliche Genres beinhalten. Dieser Thriller ist so kurzatmig und schnell und spannend und mitreißend. Liest sich auch wesentlich schneller weg, was ja auch sehr von Vorteil ist, als eben dieser Fantasy-Roman. Dieses Fantasy-Buch ist einfach mit wesentlich mehr Inhalt auch etwas langatmiger und eben schwerer wegzulesen, sag ich mal. Was allerdings überhaupt nicht negativ gemeint ist. Es ist einfach dadurch gegen die Hetze, die hier stattfindet, haben wir hier eine schöne Ruhe. Also musste ich das manchmal in die Ecke verfahren, im übertragenen Sinne, ich schmeiß keine Bücher, um hier weiterlesen zu können, um wieder runterzukommen. Also, vielleicht bleibe ich doch so ein bisschen beim Parallellesen. Ich könnte mir nämlich ganz gut vorstellen, dass ich schon weiß, was ich nach diesem Thriller lesen möchte und dass ich weiß, was ich dann im Endeffekt danach lesen möchte, beziehungsweise werde ich das nicht so schnell beenden wie das hier. Von daher, ich glaube, das überlebt nicht mehr so lange. Ich werde auch wesentlich schneller als die Leserunde fertig sein, aber was soll's. Hauptsache, man hat ein gutes Buch gelesen, ne? Und ich habe auf jeden Fall schon Nachschub von Markus Heitz bei mir stehen. Dafür könnt ihr auf jeden Fall Montag mal reinschauen, um zu gucken, was da denn eigentlich so an Neuzugängen bei mir eingetrudelt ist. Da habe ich euch nämlich auch mal endlich ein Video zu aufgenommen. Das hat ja jetzt auch lang genug gedauert, ne? Ja, aber ich glaube, das war der kleine Booktalk für heute. Ich will den auch nicht zu lang werden lassen. Ich wollte euch einfach mal kurz erzählen, was ich gerade so lese. Und die Leute, die mich bei Instagram verfolgen, die bekommen das schon mit. Da erzähle ich das zwischendurch in meinen Stories. Aber ich möchte auch, dass ihr bei YouTube das mitbekommt. Und wollte euch das einfach unbedingt mal erzählen, weil das im Moment einfach so eine krasse Kombi ist von diesen beiden Büchern. Und ich habe einfach noch nie parallel gelesen. Wie macht ihr das? Lest ihr gerne parallel oder lieber nicht so? Und habt ihr Markus Heitz schon gelesen? Was habt ihr von ihm gelesen? Habt ihr irgendwas, was ihr unbedingt mir empfehlen wollt? Er steht ja tatsächlich sehr, sehr, sehr viel auf meiner Leseliste 2018. Und Sebastian Fitzek ist mit Flugangst 7a, glaube ich, das einzige Buch, das vertreten ist auf meiner Leseliste, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich Bücher
von ihm zusätzlich noch bei mir im Regal haben werde. Aber dazu in meinem nächsten Video mehr. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir noch mal kurz in die Kommentare, was ihr von diesem Book Talk zwischendurch haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!